Wir sprechen mit Tobias Clermont, Managing Director bei DDB Tribal in Hamburg. Guten Tag, Herr Clermont. Hallo. Kommunikation im Marketing ist im Wandel begriffen, so lautete die Kernaussage Ihres Vortrags beim Mailing-Tage-Kongress. Kurz zusammengefasst, welche Kommunikationsaspekte sind besonders von der Veränderung betroffen? Es gibt gar nicht unbedingt den einen Aspekt. Wir müssen akzeptieren, dass Kommunikation generell oder Marketingkommunikation generell sich nicht mehr standardisieren lässt, wie es lange funktioniert hat. Dass man sich auf einzelne Kanäle, einzelne Marketingdisziplinen konzentrieren konnte und die isoliert und losgelöst voneinander behandelt hat. Es hängt alles zusammen und Kommunikation für ein Unternehmen, für eine Marke ist heute ein komplexes und sehr dynamisches System und ich muss halt es, ich muss es beherrschen, dieses System zu beeinflussen in meinem Sinne, aber ich kann es nicht mehr standardisieren oder in Disziplinen oder in Kategorien fassen. Lineare Strukturen im Marketing und in der Kommunikation werden ja zunehmend abgelöst. Woran kann man sich als Marketer heute überhaupt noch orientieren? Ja, das ist die große Frage und das ist halt auch das, wo ich vor meinem Vortrag überlegt habe, ob das Auditorium eigentlich vorher oder nachher mehr Angst hat vor dem, was da auf uns zukommt. Es gibt tatsächlich relativ wenig Orientierungspunkte. Das fängt an bei der Auswahl der richtigen Kanäle und Medien und geht hin bis zur Wirkungsmessung. Das heißt, wie entscheide ich, wann meine Kommunikation denn erfolgreich war und wann nicht? Und die Antwort ist einfach, ich muss es für jeden Fall, für jede kommunikative Aufgabe immer wieder neu konfigurieren, immer wieder neu entscheiden, welche Medien ich einsetze, welche Kommunikationskanäle und Disziplinen ich einsetze, was ich am Ende des Tages als Ziel erreichen will und wie ich dieses Ziel messe und nachsteuere. Wie kann man im Marketing den neuen Trends am erfolgreichsten begegnen? Wie muss ein Marketer seine Denkweisen ändern? Na, er muss in erster Linie sich ähnlich dynamisch verhalten können, ähnlich agil verhalten können wie der Markt. Ich denke, Marketingorganisationen, seien es nun Agenturen oder Industriekunden, Marketingabteilungen, werden zukünftig zwei Parteien brauchen. Sehr qualifizierte Generalisten, die eine übergreifende Strategie definieren können, Kanäle auswählen können und für einzelne Aufgaben, insbesondere für die Realisierung von Kommunikationsmaßnahmen, ein großes Portfolio, ein großes Netzwerk an Spezialisten, angefangen vom Mobile-Marketing-Spezialisten über einen Spezialisten für Digital Signage, Bewegtbild. Also es gibt halt sehr, sehr viel spezifische Berufsbilder, die sich gerade herausbilden, die sehr gefragt und gesucht sind. Man kann nicht mehr alles selbst können und man muss ein großes Netzwerk aufbauen und auf ein großes Netzwerk zurückgreifen können, das man dann für jede Aufgabe spezifisch einsetzen kann. Abschließend noch eine Frage. Wie beurteilen Sie die Inhalte, die auf dem diesjährigen Mailing-Tage-Kongress zum Thema Channel Management diskutiert werden? Ja, Channel Management ist ein bisschen zweischneidiger Punkt, denn Channel Management wurde bislang sehr stark vertrieblich verstanden, also Vertrieb über verschiedene Kanäle hinweg. Dass wir auch in der Kommunikation von Channel Management sprechen, ist relativ neu und ist halt der Gedanke, dass für komplexe Kommunikation wir etwas brauchen wie einen Bauleiter, der die Kommunikation, die Umsetzung von komplexen Kommunikationskampagnen steuert. Ich finde, es ist ein extrem wichtiges Thema, denn je komplexer die Welt da draußen wird, desto größer die Notwendigkeit, dass es halt einen Channel Manager gibt, also jemanden, der dann die Fäden zusammenhält und eine komplexe Kommunikation organisieren kann. Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch bei den Mailing-Tagen. Herzlichen Dank.